Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Final Fantasy VII Rebirth. In einer neuen Region sind wir angekommen. Costa del Sol. Sieht auf den ersten Blick sehr, sehr, sehr schön aus. Mal gucken, was uns hier alles noch erwartet. Die Kuttenträger können erstmal nicht weiterreisen. Die wollen irgendwie da drüben hin. Aber irgendwie wissen die den Weg nicht, oder? Die laufen nicht drumrum, sondern gucken nur in die Richtung, wo sie gerne hinkommen würden. Und solange die nicht weitergehen, gehen wir auch nicht weiter. Also, schön, dass ihr dabei seid, Leute. Vielen Dank für den Daumen nach oben in der letzten Folge. Costa del Sol wartet auf uns. Vieles, was ich noch nachholen muss, auch was Chatley angeht im Kampfsimulator. Ich muss mir noch Phönix und so holen. Denn hier in der Region gibt es schon die nächste Esper. Und zwar Alexander, der Heilige. Jetzt muss ich hier noch Yuffie finden und soll zum Touristen... Platz gehen. Informationen holen. Und die beiden hier wollen duschen und dann schwimmen. Aber wir haben Pflanzen bekommen bei der Ankunft. Die haben wir uns jetzt um den Hals gehangen. Einige sagen auch Blumen dazu, aber Blumen sind auch nur Pflanzen. Mit einem Weedy lässt sich Costa del Sol einfach und bequem erkunden. An der Touristeninformation kannst du je nach zurückgelegter Entfernung tolle Preise gewinnen. Schau doch einmal noch nach, welche Sonderaktion gerade läuft. Ah. Wir können Preise gewinnen. Oh. Ja, ja, das war ich. Aber mit Absicht. Ist alles viel zu sauber und schön hier. Da muss man ein bisschen Randale machen. Hubschrauber Landeplatz. Kann man hier noch... Wie weit können wir fahren? Das ist viel besser als zu laufen, ey. Voll geil. Ich brauche auch so ein Ding zum Einkaufen. Aber ich nehme lieber eins mit Stützrädern. Oder am besten vier Räder. Warum habt ihr keine Kisten versteckt? Das ist... Könnt ihr doch nicht so eine freie Fläche machen mit nichts? Echt mal, früher wäre hier eine Kiste gewesen in Final Fantasy. Aeris Vector, sonst fahre ich dich kaputt. Ich bremse auch nicht für Katzen. Also wieder da lang. Hey Vector, Gegenverkehr, ey, voll die Geisterfahrer. Erst shoppen, dann an den Strand. So lautet der Plan. Ja, gut. Klingt nach einem Plan. Hier ist ein Laden. Kann ich so einkaufen gehen? Herzlich, ja, guck mal. Herzlich willkommen. Wir müssen nicht mal vom Wagen runter und können hier so einkaufen. Schnelltrank, Ether und Supertrank. Das sind drei Items, die du zum Verkauf anbietest? Was ist das für ein scheiß Laden? Drei Items. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ich werde dich nie wieder besuchen. Wo immer ich bin, halte ich die Landschaft in Bildern fest. Vom Erlös der verkauften Bilder finanziere ich mir weitere Reisen. Na klar. Okay, das war der eine Laden. Wohin geht die nächste Lieferung? Okay, da kann ich nicht hin. Ah, hier kommst du mit den Wheelie nicht weiter. Ich darf das nicht verlassen. Ich darf nur auf der Promenade weiterfahren. Was? Okay, hier ist die Touristeninfo. Aloha! Wenn Aloha. Sie wissen möchten, was Costa alles zu bieten hat, sind Sie hier genau richtig. Mhm. Über die Promenade. Auf der Promenade finden Sie eine Vielzahl aufregender Geschäfte. Für Ihre Einkaufstour möchte ich Ihnen die Fahrt auf unseren zweirädrigen Stehflitzern, den Wheelies, ans Herz legen. Tolle Geschäfte finde ich da, die drei Sachen verkaufen. Ich bin begeistert. Am Strand von Costa kann man nicht nur im Meer baden. Es steht eine Vielzahl verschiedener Wassersportaktivitäten zur Auswahl. Ob Surfen, Tauchen oder Chocoboot. Hier hat jeder Spaß. Chocoboot? Ist das so was wie Bananenboot fahren? Was Hotels angeht, so sind sowohl das Costa Royal als auch das Costa del Sol Resort sehr zu empfehlen. Es gibt auch viele andere Hotels, aber momentan ist leider alles ausgebucht. Ich fürchte, es wird schwierig, kurzfristig noch ein Zimmer zu finden. Welches ist das billigste? Okay, Restaurants? Da hätten wir Costas berühmteste Lokalität, die Bar del Sol.
Ob Meeresfrüchte oder tropische Getränke, ihre Karte beinhaltet alles, was die Region zu bieten hat. Cool. Aber immer daran denken, mit Bedacht genießen. Habt ihr auch Pizza Hawaii? Aloha! Heute ist Ihr Glückstag. Weil? Es gibt einen Weg, wie Sie Ihren Aufenthalt in Costa noch aufregender gestalten können. Nehmen Sie an unserer Wheelie-Sonderaktion teil. Mach ich grad. Wenn Sie wünschen, erkläre ich Ihnen gerne, wie das abläuft. Alles, was Sie tun müssen, ist, mit diesen zwei Rädern hier, unseren Wheelies, kreuz und quer durch Costa zu düsen. Ganz einfach. Ja. Und das Beste? Je nach zurückgelegten Kilometern gibt es auch tolle Belohnungen. Klingt das nicht hervorragend? Den Spaß lassen Sie sich doch nicht entgehen, oder? Ja, zeig mal, was kriege ich dafür? 4000 Meter? Okay, ich hab schon 1000. Dann kriege ich 7 Supertränke. Ein Sternband und beim letzten Weltenbummler-Pin. Ich habe jetzt schon 1000. Das schaffe ich. Ich gratuliere. Das war die richtige Antwort. Damit kommt die Sache auch gleich ins Rollen. Denn Sie sind jetzt registriert. Mal sehen. Ihr Kilometerzähler sagt... Herzlichen Glückwunsch! Damit haben Sie sich Ihre Veteranenlizenz verdient. Veteran schon. Ihnen das Fahren auf den Wheelies? Moment, ja. Sagen Sie nichts. Ihr Gesicht verrät mir, Sie sind ein Fan, richtig? Ja. Darf ich Ihnen nun diesen Preis überreichen? Dankeschön. Supertrank mal 7. Okay, ich komme wieder, wenn ich 4000 habe. Hey, Chatley, da ist er ja. Der alte Hühnerschreck. Schauen wir weiter. Hula Hula. Hula Hula. Aloha. Nicht absteigen. Willkommen in Costa del Sol. Bleib doch sitzen, Cloud, oben. Tanzt du gern, Cloud? Nee. Ich habe das gerade zum ersten Mal probiert und bin ganz und gar begeistert. Wollen wir es nicht mal gemeinsam versuchen? Nein. Hat er neue Materie? Ja, hat er. Aber ich muss für diese Region jetzt erstmal Punkte sammeln. Oh, Schwerkraft. Also das hieß, früher hieß das immer Gravitas. War geiler Zauber damals. Okay, da freue ich mich drauf. TP-Absorption gibt es auch. Des zugefügten Schadens, das nehme ich. ATB-Boost, nice. Ach, das Ding, ja, das ist auch nice. Und Autowaffenfertigkeit, okay. Will ich alle haben. So. Ich hole jetzt das mal nach. Guck mal, hier gibt es Alexander. Aber hier, Phoenix, habe ich in der letzten Region nicht geholt. Das mache ich jetzt mal schnell. Stufe 3, Schwächung, damit ich die auch habe. Ich nehme Cloud, Aris und ich nehme Barret mit, weil das eine fliegende Bestia ist. Habe ich mir halt noch nicht holen können. Also, ich hab nicht mehr dran gedacht. Hey, Phoenix. Hübsch. Los geht's. Was? Haracke! Was ist denn der Schleim da? Jetzt! Da geht noch was! Ich zähl auf dich! Überlass das mir! Ja doch, Schützner. Vielleicht kannst du überleben! Auf Onkel Barret ist Verlass! Hab was für dich! Ich zähl auf dich! Ich übernehme! Und tschüss! Ja! Geht der auch bald mal? Wow. Nein, Bomber. Sehr gut. Und tschüss. Schluss mit lustig. Alles geben. Dann übernimm. Bin ich jetzt drin? Ja. Ab mit dir. Du schaffst das schon. Wurde. Der beschwört ganz schön viel Zeug, ne? Das tut weh! Da geht noch was! Wow. Ich verlass mich auf jetzt dich. Erst recht! Stirb! Genau! Was geht mit dem, ey? Was? Ziemlich schwach! Was anfällig? Nicht übertreiben! Komm schon! Nein, 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 nein! Ist stets mit uns. Hilfst du von dort? Schon gut, ich hol noch was raus. Schockschuss. Mal gut gegangen. Ich brauch mal eine Pause. Lass mich mal. Na? Und tschüss.
Keine Chance! Und geschockt, na, jawohl. Kann ich die Limit noch verbessern? Nee, gerade nicht. Hauen wir so ran. Spring von mich ein! Okay. Okay. Ich mach das! Wie schmeckt dir das? Ich seh dich! Okay, noch was! Mach mal Eiszauber, oder? Gegen die? Vielleicht hilft das. Nicht das. Ich hab nur Normaleis? Ja. Schaffst du das? Ziemlich hart. Und tschüss! Schön alle Kugeln! Lebensflamme? Nein! Ich verlasse mich. Ich mach das. Das ist die Ulti, ne? Oh oh, ich hab wenig Leben. Königsfedern. Boah, was? Was für eine Flammenwelle. Jetzt liegt es an dir. Jo! Ich werde dich rächen! Da geht noch was! Kannst du übernehmen? Nicht aufgeben. Das Blöde ist ja, ich hab dich schon geschwächt auf also dreimal und. Auf ein neues! Die knallt mir hier trotzdem noch den Sack voll. Wenn ich das mal so ausdrücken darf. Jetzt erst recht! Nein, das ist. Ist er tot! Ja! Das war's! Das Zeug hier rumläuft. Guck dir das mal. Ja. Gar nichts. Alter. Okay, gar keine Chance. What? Okay, da gebe ich zu. Ich habe sie auch ein bisschen unterschätzt, weil ich dachte, ey, ich habe ja schon die Dreifachschwächung für die. Aber holy shit, was ballert die noch raus? Na, das mache ich dann nochmal neben dem Video. Es handelt sich ja nur um eine Simulation. Man kann es immer wieder versuchen. Ich will Phoenix auf jeden Fall haben, aber... Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit den Weltberichten. Sowas von verloren. Richtig verloren. Also zeig mal die Karte. So, von hier bin ich gekommen. Das war der Scheißladen. Hier war ich, ne? Da kann ich auch die Sweetie-Dings mehr fertig machen. Costa del Sol, Hauptstory. Costa del Sol, Resort, Hauptstory. Irgendwo ist auch noch... Yuffie versteckt. Ich muss Yuffie finden. Was ist das da? Schwarzes Brett. Ach so, für Alleskönner-Aufgaben. Gibt es eine Karte? Warte, ich bin am schwarzen Brett vorbei. Noch ist nichts vorhanden. Kommt sicher noch. Nur, wie mich der Phönix auseinandergenommen hat. Ich hätte auch nur damit gerechnet, dass nur der Phönix da... gegen mich kämpft, aber das ist ja Dings hier. Der verschwört so viele neue andere Gegner. Warum ist da ein Kaktus drauf auf dem Bild, auf dem Dings? Das sieht so aus, als wäre das vielleicht wichtig für später. Nee, du weißt, ist was anderes, ne? Nee, das ist auch ein Kaktus. Gibt es wieder einen Kaktor-Gegner? Oder Beschwörung, Kaktor? Was hast du hier anzubieten? Es tut mir leid, aber wir haben momentan leider noch geschlossen. Geschlossen habt ihr? Scheißladen. Karten. Herzlich willkommen. Hallo. Ein neues Booster-Pack Schrecken der See, das kaufe ich. Danke. Sandkalmar und Aerokrake, die habe ich bekommen. Zwei Karten waren. Ein Booster-Pack mit zwei Karten, ey, Wahnsinn. Heftig. Vielen Dank für Ihren Besuch. Kein Wunder, dass immer den Leuten da das Geld aus der Tasche ziehen kann mit Karten, wenn im Booster-Pack nur zwei Stück drin sind. Okay, hier werden Karten gespielt. Guck mal, hier sind die ganzen Tische. Aber bitte nicht noch ein Turnier. Ist es Materia? Ist es Eis? Nein, es ist Materia-Eis. Materia-Eis. Oh, es sorry. Es tut mir wirklich leid. Ja? Habt ihr geschlossen? Wir befinden uns noch in der Vorbereitung für unser großes Event. Ich bitte um etwas Geduld. Okay. Gibt es ein Surfer-Turnier? Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Könnten Sie mir eventuell eine Angelegenheit zuschauen? Da ist eins der Hotels. Okay, wie finde ich am besten Yuffie? Die ist bestimmt irgendwo versteckt. Ich meine, die Quest heißt auch irgendwie Tarnfähigkeiten von Yuffie oder sowas. Ist hier bei Story drin, ne? Da. Yuffies Tarnkünste. Suche nach Yuffie.
Was hat die hier? Eis, ein Eisladen. Willkommen im Westin-Burger. Ist sie das nicht? Erleben Sie den einzigartigen Geschmack. Bist du auch für eine Abkühlung hier? Das ist Yuffie. Ich erkenne dich. Oder eher was Heißes. Ja. Ich meine, wenn das hier nicht heiß ist, dann weiß ich auch nicht, oder? Oh, okay. Lass uns in Ruhe. Ha ja, heiß wie ein Vulkan. Ja, wie ein Vulkan. Hey, du bist ja doch gar nicht so doof, wie ich dachte. Sag mal, warum nehmt ihr mich nicht bei euch auf? Ich wäre euch sicher eine Riesenhilfe. Okay, Yuffie-san, könntest du Nebenquest abgeschlossen. Okay, das war ja doch schneller als gedacht. Ich bin echt voll angenehm, weißt du? Ich würde euren Altersschnitt auch mega senken. Wie wäre es mit einem Bestienburger? Wer den Geschmack aus Midgard... Ich bin echt voll angenehm, weißt du? Und ich würde euren Altersschnitt auch mega senken. Okay, war doch nicht so schwierig, sie zu finden. Was für Tarnkünste. War ich hier schon drin? Nee. Gibt's aber auch nicht zu holen. Und hier unten? Oh ja, sorry. Ich darf nicht mit dem Ding auf dem Strand fahren. Kommt der Typ, der Bademeister, gleich mit seiner Trillerpfeife, ey. Cool. Ein Piratenschiff. Pass auf, das wird ein Blattschuss. Schießstand Piratenparty? Würde ich immer treffen. Tut mir leid, aber momentan haben wir noch geschlossen. Ja. Versuchen Sie es bitte später wieder. Bestes Jogging. Okay, zum Strand komme ich mit dem Wheelie nicht runter. Ich bin jetzt aber gleich schon bei 2000. Habe ich die Hälfte geschafft von 4. Wie wäre es mit einem Bestienburger? Okay, hier haben wir einen Dingsladen. Hat er irgendwas anzubieten? Aloha! Aloha. Eine Runde schmökern? Lass dir ruhig Zeit. Bis bald mal wieder. Dass die immer nur anbieten, Punkte zu verteilen, aber nicht irgendwie Bücher oder so verkaufen. Punkte verteilen kann ich an jedem Automaten. Willkommen! Hier sind Sie genau richtig. Wir führen nur beste Qualität. Okay. Auch wieder nur 3 Items? Oh ne, der hat ein bisschen mehr. Aber nichts im Angebot. Platin-Ohrring. Erhöht Magie um 10. Magie um 5. Kraftreif. Naja, das sind Billigsachen halt. Fallen Sie nicht auf die Gauner in den Seitenstraßen rein. Alles, was Sie für Ihren Aufenthalt in Costa brauchen, finden Sie hier. Alles für die Reise. Hier werden Sie garantiert. Da ist noch ein... Oh, hier ist ein Waffengeschäft. Gucken, ob ich irgendwo eine Waffe liegen gelassen habe auf dem Schiff oder so. Accessoires aus Costa. Hier ist für jeden... Herzlich willkommen. Für welche Accessoires kann ich Sie begeistern? Kommt drauf an. Ja, du hast genau das gleiche fast im Angebot als der andere Typ da unten. Unsere Sachen passen auch vorzüglich zu Urlaubskleidung. Hier bleiben keine Wünsche. Der Materia-Chef hat alles, was das Herz begehrt. Mhm. Naja, TP-Boost und so könnte ich noch ein paar gebrauchen, eigentlich. Aber bis zum nächsten Mal. Ich will die ja finden und nicht kaufen. Da geht's wieder in die Richtung. Dann schaue ich aber vorher nochmal ein Waffengeschäft vorbei. Ich bin auf der Suche nach einem Stab fürs Mittel. Hereinspaziert! Gucken kostet nichts. Und anfassen? Nee, also Waffen habe ich alle. Da habe ich bisher keine liegen lassen. Habe alle Kisten gefunden. Wir haben den Abysus-Reif. Und ein Megalodon-Armreif. Okay. Der ist gar nicht schlecht auf den ersten Blick. Aber auch viel zu teuer. Danke und bis nächstes Mal. Okay. Hier war ich dann überall. Da bin ich da hinten in die Ecke gefahren. Hier war ich auch. Yuffie gefunden. Müsste ich jetzt eins der Hotels abchecken. Und, oder ich fahre hier nochmal in die Richtung, guck, ob hier noch irgendwas Interessantes ist. Hier die Gasse bin ich noch nicht lang gefahren. Hier ist noch ein Geschäft. Was verkaufen die? Willkommen, willkommen! Kunden mit Kennerblick sind hier goldrichtig! Ah, auch wieder nichts Besonderes.
Auf der Promenade wird doch nicht. Also von den Händlern bin ich bisher im Spiel echt sehr enttäuscht. Tut mir leid, wir stecken Run momentan wild. Noch in den Vorbereitungen. Das ist auch wieder ein anderes Minispiel, oder? Vielleicht Chocobo-Rennen. Hier ist ein Chocobo. Let's Fetz! Let's Fetz! Platz da! Hier komm ich! Was ist da oben? Eine Bar. Ja, da komme ich nicht mal rauf. Naja. Don't drink and drive, sage ich immer. Okay, aber wir haben jetzt mehrere Hotels, ne? Ich hab einmal das hier, Costa del Sol Resort, und hier Costa del Sol Royal. Okay, ich denke mal, Royal ist teurer. Aber immerhin habe ich jetzt alle Geschäfte und Punkte hier gefunden. Ich denke mal, das hier, Royal, hört sich teurer an als Resort. Eis, Materie Eis, erobert nun auch Costa del Sol. Oh. Überall musst du ja von Dings hier runter. Mann. Nicht anfassen, ist meiner. Der hat schon gut Kilometer drauf. Es tut mir sehr leid. Wir sind heute restlos ausgebucht. Na toll. Gut. Gut, gut. Vielen Dank. Wenn ihr mich nicht als Kunde wollt, habt ihr Pech gehabt. Sogar Kinder fahren damit hier rum. Hä? Etwas Erholung. Füße waren gestern. Heute reist man per Wheelie. Hier stehen wir vor dem luxuriösen Costa del Sol Resort. Der ersten Adresse. Wie wäre es mit einem Bestienburger? Herzlich willkommen. Hier, komm mal, hier kann ich wenigstens reinfahren mit dem Ding. Ich bedauere, viel besser. Aber ohne Reservierung kann ich Ihnen leider kein Zimmer geben. No. Beehren Sie uns bitte bald wieder. Wo soll ich denn jetzt hin? Suche eine andere Übernachtungsmöglichkeit. Ich war doch jetzt überall. Zu dürfen. Digga, wieso steigst du ab? Tifa! Bruder! Oh nein! Tifa! Nicht der auch noch! Was? Das ist Johnny! Boah, ey! Lang nicht gesehen! Ich freu mich riesig! Gleichfalls! Sag mal, was machst du hier? Sehr gute Frage! Ich verwirkliche hier meinen Traum! Stellt euch mal vor, ich bin jetzt Hotelbesitzer. Naja, allerdings nur ein kleines Hotel. Prima. Waren nämlich gerade auf der Suche. Ist noch was frei? Na, für euch doch immer. Ich fänd's toll, wenn ihr kommt. Ihr werdet dann nämlich meine ersten Gäste. Na klar werden wir das. Also, ich weiß nicht. Komm ich auch schon, nicht. Barrett. Wozu sind wir denn Freunde? Ihr braucht euch echt nicht zurückhalten. Okay, dann lasst uns mal los. Hey! Na los, macht schon! Der alte Johnny. Bleibt dicht hinter mir, hört ihr? Ich will schließlich meine geschätzten Gäste nicht verlieren. Ja, aber ich will nicht laufen. Achtung. Ich habe den Laden gerade erst gekauft. Ist noch nicht komplett eingerichtet, aber trotzdem schon ziemlich schnieke. Ich muss weiterhin meine Kilometer sammeln. Wenn ich so daran zurückdenke, der Anfang hier draußen war echt hart. Keine Arbeit, kein Geld, keine Freundin, kein gar nichts. Hab eine Weile im Müll gepennt, natürlich. Bis der Bürgermeister so nett war, sich meiner anzunehmen. Hat mir einen super Preis für das Hotel gemacht, weil ich so abgebrannt war. Den halben Marktpreis, stellt euch das mal vor! Und das Beste, ich darf ihn sogar in Raten abstottern! Ist das dein Eingang? Ich war zu Tränen gerührt. Hey, auf der Suche nach Materia? Der führt uns ja einfach in so eine Gasse, ey. Gleich sind wir ausgeraubt. Johnny, Mann. Yeah. Warum kommen immer die nervigen Charaktere wieder zurück? Okay. Naja. Kann man was draus bauen? Bisschen renovieren? Hierher! Auf jeden Fall eine ruhigere Lage als da unten. Ich präsentiere Johnnys Strandhotel! Ah. Seaside Inn? Wo siehst du denn hier den Strand von hier aus? Da ist denn das überall was vor dir vorgebaut. Du hast nicht mehr Blick hier? Auf den Strand. Ah.
Ganz nett. Nicht wahr? Nicht wahr? Für ein Strandhotel macht sich der Strand aber ziemlich rar, oder? Siehste? Sei doch nicht so kleinlich. Hm? Riech mal. Barrett versteht mich. Ah, oh, dieser Duft. Die salzige Brise. Oh. Gut, kommt rein. Toll. Johnnys Paradies. Hm. Da sollte er eigentlich noch ein bisschen warten mit der Eröffnung hier. Hieß ja noch nichts. Also gut, dann checken wir euch mal ein. Tifa kriegt das Zimmer 101 und Aris die Nummer 102. Ihr Jungs macht es euch zusammen in Zimmer 103 gemütlich, okay? Und der Preis? Für dich gibt's natürlich Rabatt, Tifa. Also... Oh, Entschuldigung, der Bürgermeister braucht mich anscheinend. Ihr seid heute die einzigen Gäste, also macht's euch einfach bequem. Ah! Wenn ihr zum Strand wollt, zieht euch bitte um. Und die Waffen lasst ihr besser auch im Zimmer. Wir werden auch morgen und übermorgen die einzigen sein. Da wird's mal richtig heiß am Strand und ich kann nicht hin! Erstmal duschen? Ja, gute Idee. Hat er hier duschen? Bis später. Und wann ist das genau? Na, wird sich schon ergeben. Später eben. Nicht? Ja. Ich geb mich geschlagen. Okay. Ich denke, ich werde mich dann mal ein bisschen umsehen. Ach so, aber zuerst natürlich umziehen. Hat er hier warmes Wasser zum Duschen? Sieht nicht so aus. Ach, Barrett, schon wieder das Outfit? Schiffer, ernsthaft? Cloud. Okay, ich bin dann mal weg. Naja, mit dem Matrosenanzug kriegt er vielleicht hier und da noch eine Lady ab. Verschlossen. Schön luftig und schattig. Gar nicht mal so übel hier. Ja, ihm gefällt's. Auch Waffen brauchen Urlaub. Na dann. Aber hier ist noch eine weitere Nebenmission angezeigt, oder? Ach nee, das ist immer noch das mit dem Auto. Mhm. Du musst leider hier bleiben, okay? Oh, wie traurig. Die Blumen kannst du behalten. Haben wir auch noch andere Sommerkleidung für Cloud dabei? Da ist eine Dusche. Oh Gott, wie schäbig die aussieht. Die Dusche ist kaputt? Natürlich ist die kaputt. Oder? Was hast du hier bei den Duschen hier erwartet in diesem Sein? Das kracht ja schon beim Angucken zusammen. Tja. Alles komplett hinüber hier. Hey, du da! Ja? Ich hätte da was viel Besseres für dich als diese olle Bruchbude hier. Was denn? Hast du gesehen, wie es da drinnen aussieht? Ja. Diese Baracke ist doch nicht mal 100 Gil wert. Aber der Besitzer hat sich dafür sogar in Schulden gestürzt. Dass sich heutzutage immer noch Leute so übers Ohr hauen lassen. Okay, Johnny hat Schulden und kriegt wahrscheinlich Probleme mit irgendwelchen Gangs oder sowas. Hast du gesehen, wie es da drinnen aussieht? Diese Baracke ist doch nicht, dass sich heutzutage immer noch Leute so übers Ohr hauen lassen. Und wieder raus hier. Dieser Eingang allein schon. Du musst dich jedes Mal hier durchquetschen, wenn du in dein Zimmer willst. Wir haben gerade richtig gute Sachen hereinbekommen. Aloha! Bist du allein unterwegs, Süßer? Was für eine Verschwendung! Dabei sind Strände doch wie gemacht für Dates. Zum Glück sind wir aber da und können dir weiterhelfen. In Costa del Sol findet nämlich gerade ein super spannendes Kennenlern-Event statt. Romantik, die du niemals vergessen wirst. Finde dein Herzblatt, und zwar bei Costa del Amor! Oh Mann. Oh Mann.
Denn ja, genau das Richtige für Cloud. Ist das nicht riesig aufregend? Nicht interessiert. Was mit dem da zu besprechen. Bis dann. Ja. Sag bloß, das ist ein Freund von dir. Dann sag ihm mal, er soll hier verschwinden. Diese Typen in Schwarz sind nämlich voll gruselig. Die vergraulen hier seit kurzem die ganzen Leute am Strand. Und an die Kleiderordnung halten sie sich auch kein Stück. Schick die mal nach Unterjunon oder so. Passen sie besser hin. Ah, wo wir beim Thema sind. In dem Aufzug kommst du auch nicht an den Strand. Sind schließlich in Costa. Da fährst du besser mit etwas Gemütlichkeit. Hab genau das Richtige. Ticket Nummer 7, Freihaus. Hier. Mit diesem Ticket kannst du am Karneval der Karten und der phänomenalen Piratenparty teilnehmen. Yay, geil. An den jeweiligen Veranstaltungsorten wartet schon jemand mit derselben Nummer auf dich. Und wenn ihr die Spiele zusammen gewinnt, erhaltet ihr dafür Freundschaftskarten. Und die lassen sich gegen Strandbekleidung tauschen. So kommst du an den Strand und an ein paar unvergessliche Stunden. Nicht? Dann genieß deine Zeit in Costa del Sol. Ich drück dir auch die Daumen für die Herzblattsuche. Aloha! Sehr freundlich sind die eigentlich. Okay, mit dem Ticket können wir also Sachen spielen. Den hat jetzt alles geöffnet. Ja, ja. Die Schwarzkutten haben sich am Strand versammelt, doch nur mit angemessener Strandkleidung ist der Zutritt in den Badeabschnitt gestattet. Nimm an den zahlreichen Minispielen des Costa del Amor Events teil, um Freundschaftskarten zu erhalten. Diese können in den Wechselstuben gegen passende Bekleidung für den Strand eingetauscht werden. Okay, wieder viele, viele Minispiele, die wir hier machen müssen, um die nötigen Punkte zu sammeln. Was ist hier? Die Wechselstube. Achso, da müssen wir die dann abgeben, wenn wir die sammeln, ne? Kriege ich jetzt... Guck mal, hier ist auch so ein Sportfeld. Ist bestimmt eines der Minispiele. Ja, stimmt, das ist hier. Wilde Hatz ist das. Das ist dieses Spielfeld. Okay, Wilde Hatz kann ich spielen und... Wechselstube für Freundschaftskarten auch nochmal. Karten auch wieder, oder? Karneval der Karten, wahrscheinlich. Ja, ja. Parkplatz für blaue Wheelies. Für blaue Wheelies. Ich will aber meinen roten wieder haben. Oder Parkplatz für gelbe Wheelies. Hat die Farbe einen Unterschied? Für rote Wheelies? Ich will meine 2000 Dinger Kilometer Dings wieder weiterführen. Okay, Leute, wir machen in der nächsten Episode weiter. Dann erwarten uns hier einige Aktivitäten. Und ich hoffe, ihr schaltet dann wieder mit ein. Es wird sicherlich lustig und unterhaltsam. Weil man hier bestimmt auch skurrile Leute noch treffen kann. Okay, also bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.